Halli, hallo, hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Heute eröffnen wir die Taverne für euch gegen 15 Uhr und ich hoffe, ihr seid noch da. Ich hoffe, der Mittag, der Tag hat euch gut beglückt und wir fahren weiter mit unserer wunderbaren Strategie. Ihr solltet eure Strategie natürlich erst auch mal einsetzen und die Bewertung und Kommentarstrategie nutzen, denn damit kriegen wir vielleicht über die 1483 Jahre, die das hier schon läuft, eventuell auch mal ein bisschen Rücken, mehr Wind rein, ne? Aber nein, ihr gebt euch schon extrem viel Mühe und das weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen. Und wow, hier ist so viel los, wow. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Wir machen das, wir machen das. Putzen einmal kurz durch, denn das schaffen die blöden Feen ja nicht, weil die blöd sind. So, haben wir das schon mal? Dann ist hier natürlich wieder ein bisschen Dreckel. So, die Biere gehen langsam durch, das Fleisch geht langsam durch. Wir warten, bis da fertig ist, weil wegen Qualität und so. Ihr wisst, wir wollen das Qualitätsupgrade, ich muss das per Hand, ich muss das selber. Chef muss selber ran, Chef muss selber in die Küche, Chef muss das machen. Ne? Einfach um die glänzende Qualität, falls dann nochmal die Frau Magierin da kommt. Ne? Boah, jetzt geht's ab, ey. Da kommen richtig Leute. Da ist eine Eilwurst. Ja, wir haben natürlich jetzt auch keinen mehr, der Wurst nachlegt, ne? Aber Wurst nachlegen, püh. Ah, püh. Ist jetzt nicht die Welt, ne? Da ist irgendwo noch eine Eilbestellung unterwegs mit 25 Sekunden. Wer kriegt das denn hier? Wer kriegt hier eine Eilbestellung? Wo ist sie denn? 18, 17. Eilbestellung? Die wird doch sonst immer so orange oder gefärbt, oder? So, hier ist Käse. Nehmen wir hier den Käse vom Tisch. Da gibt es noch einen Käse. Da hinten fehlt eine Suppe. Ist da irgendwo eine Suppe unterwegs? Eigentlich müssten ja auch unsere Finanzen enorm steigen. Ach, das ist... Jetzt habe ich hier noch einen Wein in der Hand. Da hinten braucht jemand zwei Käse. Das verstehe ich nicht, dass sie das dann machen. Also die Bestellung machen sie dann, aber... Gut, die sind ein bisschen unorganisiert, die guten Feen. Was soll's, ne? Wir müssen jetzt erstmal hier diesen ganzen Schund rauskriegen. Wir müssen den ganzen Schund rauskriegen. Wegen mehr geil. Ihr wisst schon. Schund raus, mehr geil. Da oben will noch einer eine Suppe. Servieren wir doch mal hier. Da fehlen noch zwei Suppen. Hier fliegt Bier durch die Gegend. So, ihr seht's. Qualitätssuppen gehen natürlich direkt durch. Steigere den Ruf. Habe ich schon tausendmal. Kauf eine neue Tavernenebene. Es ist soweit. Es ist soweit. Endlich. Endlich. Großvater hat es schon immer gesagt, dass ich dazu fähig bin. Neue Kunden, neue Möbel, neue Dekorationen, einzigartige Sachen. Es ist Zeit, Kunden zu bedienen. Der VIP-Bereich ist enorm gewachsen. Hier ist gar nichts gewachsen, ne? Hier ist Jornisch gewachsen, aber hier hinten. Guck mal hier. Wow. Wow. Okay, das ist crazy. Das ist crazy. Da müssen wir jetzt mal ganz dringend, okay, 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 organisieren. Wir machen erstmal Suppe. Wir machen erstmal Suppe. Menschen wollen Suppe. Rom, 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 rom. Menschen wollen Suppe, denn Suppe, die ist toll. Suppe, Suppe, Suppe. Ich kann leider mit einer Köchin nicht arbeiten, weil Köchinnen stellen Sachen nur auf normal her und das ist doof. Und das wollen wir nicht. Wir wollen qualitativ hochwertigen Kram. So.
So, perfekt. Tomate, bisschen Knobi, bisschen Salat, bisschen Karotte. So, jetzt guck dir das mal an. Oh, oh, oh. Bremsen, bremsen, bremsen. Ja, ja, ja. Ja, sehr gut. Perfekte Suppe. Eine wunderschöne Suppe. Haben wir. VIP-Bestellung. Da hinten ist noch ein bisschen Wein. Muss sein. Wo ist der Wein? Aha. Aha, okay. Jetzt ist der Wein schon abgeräumt. Aber hier kommen noch welche. Komm, wollt ihr ein bisschen Wein? Ich habe gerade noch zwei hier auf der Kante. Ja, guck mal. So. Wunderschön. Nee, Käse wieder auffüllen. So, hier laufen noch ein paar Bestellungen. Zwei Bier. So, ein Bier und eine Suppe. Da oben ist auch ein Bier und eine Suppe. Haben wir noch Bier da? Nee. Dann hier oben Suppe. Boah, jetzt wird's aber dann krass, ey. So, aber Bier haben wir noch im Reservetank hier. Das heißt, wir füllen erstmal mit Bier hier. Wisst ihr, da wird es schon abgeholt. Es ist einfach besser mit perfektem Bier. Kann mir doch keiner erzählen. Die blöden Feen das machen. Sorry, aber guck mal, wie schön es hier glänzt. So, holst du ein Süppchen? Holt jemand ein Süppchen eventuell? Wo fliegst du jetzt lang? Ach so, wegen Spüling. Spüling ist auch schon wieder leer. Boah, Alter, das ist ja die ultimative Challenge hier, oder was? 50 Bier servieren. Wow. Okay, jetzt müssen wir mal eben gucken. Wir machen mal eben eine Bestellung, Lieferung. Wir gehen mal eben auf Ressourcen, weil Ressourcen gehen mir langsam aus. Und da habe ich ein Graus. Fleisch haben wir genug. Wein kommt noch dazu. Ah, ne, die Dinger brauche ich eigentlich jetzt im Moment nicht. So, machen wir die Lieferung mal eben als erstes. Und dann kümmern wir uns um Möbel. Ich frage mich nur... Warum liefern die keine Suppen? Warte mal, wenn ich die Suppen hier hinstelle, liefert ihr die dann? Zwei Fleisch. Oh, das Fleisch geht alle. Das ist aber gut, weil dann können wir jetzt besseres Fleisch auflegen. So, ihr kriegt schon mal Fleisch. Ihr könnt euch die Suppen holen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hole eben die Bestellung rein. Hallo. So. Ferdi hat auch schon lange nicht mehr gekackt, hä? Die IP-Bestellung, aber ich brauche Holz. Ich kümmere mich jetzt erstmal um Holz. Ich muss ja hacken und schneiden. So, ein paar ordentliche Stückchen. Dann klöppeln. Gut geklöppelt. Dann. So. VIP-Bestellung können wir gerade wahrscheinlich nicht machen. Weil wahrscheinlich der Wein da oben alle ist. Aber es ist keine Eilbestellung, deswegen ist jetzt noch nicht so dramatisch, weil es ist eh mitten in der Nacht.
Ja, mit so ein bisschen Liebe kriegt man so ein Steak schön weich geklopft. So, da haben wir doch perfekto Fleisch, perfekto hier. Was ist mit dir? Wer bist du? Kaltes Wasser bringe ich dir sofort, Augenblick. Muss erst die Reichen, müssen erst bedient werden. Vor allem steht der Reisender 57. Guck mal, wie sie jetzt aber auch den Wein holen hier, hä? Da sind die Bestellungen dann aber gleich mal durchgeliefert, hoffentlich, ja. Sehr gut. Speichert das Spiel zwischendurch automatically. So, Käse hängt noch genug da. So, dir hole ich mal eben ein Wasser. Dir hole ich dein Wasser. Putzen muss ich auch. Eben gucken, ob hier noch irgendwo Dreck ist. Ach, da ist noch... Oh, da ist Kotze. So. Wir haben perfekte Fleisch, perfekte Bier. Wir haben alles da. Sehr gut. Da müssen zwei Suppen ran. Pass mal auf. Zwei Suppen. Kann das auch weg? Schmutzige. Wer hat denn wieder alles vollgekackt? Natürlich die Besoffene. Hat hier rumgeschurzt, wieder mit Bierschiss. Unangenehm. Wirklich unangenehm. Aber gut, was soll's? Da wird draufgeknüppelt. So sieht's aus. Die Kacke wird klein geprügelt mit dem Besen. Und dadurch geht sie schneller drauf. So. Einen hervorragenden Ruf genießen wir. Käse ist da. Die Kellner sind auf dem Trip. So, Weinfass. Verbesserungsarbeitsplatz ist mehr Geschirr. Lagererweiterung, sehr gut. Käseregale Level 2, sehr gut. Dann läuft das doch auch schon mal. Mehr Wein, mehr Geschirr, mehr Käse. So, ein Wein, ein Käse. Bitte schön. Hm. Jetzt weiß ich halt nicht, falls da jetzt so Testesser kommen sollten. Vielleicht gibt es ja auch im VIP-Bereich diese Testesser. Aber so brauche ich keine Angst haben, dass die Elfen hier irgendwie einen Quatsch servieren. Sondern nur das hochwertige Zeug. So. Eine Suppe. Ah, so. Qualität ist da. Dann Lieferung Möbels. Einfache Möbel. Edle Möbel. Wir kümmern uns erstmal um die edlen Möbel, weil normale Möbel kann ich eh nicht aufstellen mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Wo soll ich das hin tun?
Steht da was von normale Möbel? Wie soll ich denn... Wo soll ich denn noch mehr normale Möbel bestellen, bitte? Oder habe ich hier irgendwo noch einen zweiten Stock jetzt? Nee. Okay, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Da muss wieder der Chef... Ja, ihr kriegt noch einen normalen Dings. Hier gibt's noch einen Cheese. Ah, und das Pferd kackt. Nehmen wir mit. Den alten Pferdeschurz. Ich bin ein bisschen verwirrt. Warte mal. Lieferung, Ressourcen. Ach, der ist noch nicht wieder zurück. Da komm jetzt aber. Und? So. Bier haben wir noch. Fleischiges Fleisch. Aber egal, du kannst nie genug haben, ne? Allerdings müssen wir jetzt hier bei Bier und Käse, bei Wein und Käse natürlich auch ein bisschen steigern. Feenstaub, so. Feenstaub ist da. So, einmal durchfeeden hier alle. Und dann fliegen die davon. Lieferung ist unterwegs. Okay. Das ist echt Bestfleisch in Town, würde ich sagen, ne? Fünfmal sauberes, apropos sauberes Geschirr. Apropos sauberes Geschirr. Der braucht zwischendurch auch mal ein Fässchen. Hier, vier perfekte Suppen. Ich stelle dem die Suppen auf den Tisch, sonst kriegt er das wieder nicht geschissen. Daran liegt es wahrscheinlich häufiger, hä? Ah, Feuer ist wieder alle. Drei Bestellungen sind noch da offen. Ja, jetzt nur noch zwei. Oh. Brennt dann das Feuer nicht so lange, oder? So, jetzt so ganz langsam, oder so rum? Ja, so, ja, bleibt mal schön im grünen Bereich, ja, so. Le perfekte Le Sup. Le perfekte Le Sup. So, Mob, nee, Inventar, Möbel für eine Person, vier Personen. Würde ich sagen, passt so ungefähr, ne? So, edler Tisch für eine Person einzeln. Die wollen ja alle immer so abgeschirmt sitzen, ne? So, von da drüben möchte ich mich nicht bestinken lassen. Die stinken. So enorm. So, können wir aber noch durchlaufen. Hier ist alles gut. Schmutzigen Tisch kann ich mal abräumen. Wo sind die anderen schmutzigen Tische? Die angeblichen, hä? Wo sollen die sein?
meine, solange die hier ausliefern, ne, ist da eigentlich alles gut. Es ist im Prinzip eh egal. Das meine ich, guck, er nimmt hinten aus der Mitte, ist egal, wo ich hinklicke. Dann lass den Teller halt erstmal da liegen. So, für dich gibt's ein Bier, ein schnelles. Und ich zapfe mal wieder ein paar neue, hä? Boah, der hat mich voll abgelenkt da mit seinem Elfengeräusch. Aber es sieht gut aus. Wir kommen hier auf ein gutes Level. Ich serviere nur noch perfektes Zeug. Ja, ab und zu vielleicht mal. Aber, ne, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wenn die Elfen servieren schon. Weil die hübsche Zauberin, die wurde nicht von mir handbedient. Und das war das Problem. Hier, wir müssen mal hier ein bisschen hier die alte Rotze noch loswerden hier, damit die da nicht irgendwer aus Versehen irgendwo abliefert. Da kommen jetzt sicherlich auch viele neue VIPs. Da oben ist ja jetzt richtig Platz im VIP-Bereich. Junge, servier einfach mal! Gibt's ja nicht. Servier doch einfach mal den Cheat, ey. Hier noch eine Wurst. Meine Güte, was ist denn da los hier? Soppen, soppen. Ist doch nicht so schwer, ey. Schlafen die ein, du. Jetzt sieht doch auch noch Käse. Ja, da anstatt einfach mal. Da muss wieder mehr Käse ins Regal, in die Auslage. 30 Wein haben wir auch noch. Also, die können sich's hier echt gut gehen lassen. Kann keiner was sagen, glaube ich. Klar ist jetzt wieder ein bisschen. Oh. Na, ich habe auf den Timer geguckt. Ist jetzt wieder ein bisschen stressiger. Aber. Jetzt mal so vom Grundkonzept her würde ich sagen. Sind wir eigentlich. Oh. Alter, die machen jetzt Dreck, das ist Wahnsinn. So, Elfen. Ihr habt doch alle irgendwie. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Wieso kriegen die denn ihre Socken nicht? Wir brauchen hier zum Tisch abräumen immer so ewig. So, die brauchen noch eine Suppe und eine Wurst. Die brauchen noch ein Fleisch. Wurst hier, Suppe. Da hinten brauchen wir auch noch einer eine Wurst. Erstmal mit dem Fleisch hierher. Ach, wieso? Alter, es ist doch noch Suppe da. Seid ihr irgendwie doof? VIP. Oh Mann, ich wollte ihm gerade einen Käse geben. Was kriegen die da hinten? Wein habe ich gerade nicht auf dem Tableau.
Bier, Fleisch, weiß ich nicht, ob ich beides hab. Nö. So, jetzt schnell abräumen, bevor die Idioten hier wieder sammeln. Da liegt das Ding rum. Aber dann hole ich noch ein Wasser und mache direkt wieder 10 neue Suppen. Das sieht doch gut aus. Können wir hier schön in die Suppenmassenproduktion. Hui. So. Falls noch jemand Suppe braucht oder irgendwas. Nein, du sollst servieren, ey. Was ist denn da? Das Klo ist dreckig. Ich dachte nämlich schon, warum wird's nicht sauberer? Ey Leute, die Folgen werden immer länger, ist ja grausam mit euch. Und ihr immer so, ey Kreis, drückt mal noch ein paar Minuten, komm, lass mal noch ein paar Minuten dranbleiben. Nee, ist ja auch cool. Ist ja auch superb. Ist halt immer, wie ich gerade Zeit und Lust hab. So. Ja, jetzt muss ich auch ein bisschen Holz hackern. Ja, ist noch ein bisschen Holz da. Machen wir noch eben ein bisschen Fleisch fertig. Ein gutes, edles. So viel wie die Teller hergeben. Bam. Bam. Schön durchhacken. Den alten Lachs. Done. Mehr? Kann ich noch mehr machen? Ne, mehr sauberes Geschirr brauchen wir. Da sind schon wieder ein paar Suppen raus. Siehste, das läuft doch ganz gut hier. Bier, Bier. Bier, Bier, Bier. Minus 5 Wein? Warum minus 5 Wein? Hä? Ach so, da war der fiese Wein dabei. Ihr habt da Pech. Die Edelleut, kotzt euch halt mal ein bisschen in die Tasche. Boah, aber das ist ja die ultimative Challenge hier. Hoffen wir halt nur, dass keiner wiederkommt. Und uns schlechte Qualität vorwirft. Aber es muss nun mal auch irgendwie weitergehen. Apropos weitergehen. Wisst ihr, wann es weitergeht? Ich sag euch, wann es weitergeht. In der nächsten Episode. Wenn ihr Lust habt, seid ihr mit dabei. Und wenn nicht, dann seid ihr trotzdem mit dabei. So. Ich befehle das und das wird so gemacht, wie ich das sage. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Danke für den Support. Ganz, ganz, ganz viel Liebe für euch. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.